Jo, schönen guten Tag, willkommen zurück hier in Irland. Der Ära ist wieder da und wir spielen Crusader Kings 2. Ja, wir hatten das letzte Mal noch eine Verlobung angebahnt mit einer Herzogin und ich habe jetzt gerade noch mal geguckt und wir möchten ihn auch verloben. Und da gibt es hier, Moment, wo war sie? Es gab hier eine Gräfin. Gräfin, 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 wo ist sie denn? Jetzt ist sie nicht mehr da. Augenblick, das war die Gräfin von Amiens. Mit dieser Gräfin möchte ich gern meinen Thronfolger. Warum nicht? Würde Mätrin, ja, also ich kann euch sagen, letzte Mal hat sie das angenommen. Und wir kriegen einen. Ha! Meine Gattin ist schwanger. Ich probiere es nochmal. Also ich habe das nämlich vorhin kurz ausprobiert. Nee, so. Tja, siehst du? Jetzt will sie nicht mehr. Schade. Schade, schade. Naja, eine Prinzessin von Lothringen. Ach, weiß ich nicht. Ja gut, dann sparen wir uns das nochmal auf. Wir haben ja, glaube ich, hier für so eine Mann 2 schon mal eine gute Partie gefunden. Was? Das ist jetzt höchst eigenartig. Ich habe schlecht gespeichert. Weil vorhin waren die da durchaus zu bereit, das zu machen. Das ist natürlich ärgerlich. Das finde ich jetzt natürlich ein bisschen schade. Weil das wäre schon schön gewesen, so eine Herzogin. Keine Ahnung. Das ist natürlich ärgerlich. Also gerade eben wollten sie das unbedingt noch. So. Nee, jetzt wollen sie nämlich matrilinear heiraten. Und du willst. Wenn ich David gebe. Jetzt wollen sie matrilinear heiraten. Das ist ärgerlich. Aber wir haben hier unseren schon mal den Stamm erobert und der belagert uns. Das heißt, wir müssen jetzt mal zurück. Na, den fange ich ab. Komm her, mein Freund. Dich kriege ich. Ich lasse mir hier nie mein Land wegnehmen. Wir müssen das mal sehen, dass wir den Krieg hinkriegen. Oh, zuerst waren die Zeichen nur minimal und konnten leicht als Zufall abgetan werden. Aber jetzt sind sie zu häufig, um ignoriert zu werden. Meine Frau wird unter glückverheißenden Sternen gebären. Oh. Na, das ist aber schön. An was ich immer so glaube. So, jetzt werden wir ihm seine Armee noch kaputt nehmen. So, und dann schauen wir noch mal, ob hier. Nee, die sind jetzt weg. Eine Prinzessin von Serbien. Also orthodox möchte ich nicht. Ich möchte eine Katholikin. Wobei ich sagen muss, naja, pass mal auf, hier so eine. Ja, das machen wir. Das ist ja mein Zweitgeborener. Da können wir auch mit Lothringen eine Runde heiraten, denke ich. Das ist okay. Den können wir auch nach Lothringen verkuppeln. Das ist in Ordnung. Und dann könnte man sich nämlich den da. Was? Er will nicht. Er mag mich nicht. Oh, der ist auch sehr unbeliebt, der Kollege. Naja, gut. Wer weiß, ob er das so lange überstehen wird. Ist egal, wir schauen mal. Ja, und bei meinem Thronfolger hier, da werden wir dann auch mal schauen, wenn sich was wird finden. Vielleicht. Oh, hier ist eine Gräfin von Kernef. Wo ist das? Wo ist das? Kernef. Oh, das ist cool. Kernef ist cool. Moment, Moment, Moment. Das wäre doch tatsächlich so eine schöne Geschichte für meinen Thronfolger. Ja, da gibt es zwar ein bisschen Prestigeverlust, weil sie nur eine Gräfin ist, aber das ist schön. Eine Gräfin hätte ich gerne. Und wir haben eine Prinzessin, Tomnat. Tomnat finde ich okay, das können wir lassen. Wir haben eine Prinzessin, die unter einem glückseligen Stern geboren ist. Und wir haben den Krieg gewonnen. So.
Sehr gut. Das heißt, wir können unsere Leute wieder nach Hause schicken. Und wir haben einen neuen Vasallen. So, den müssen wir jetzt tatsächlich irgendwie in den Rat bekommen. So, also Stück für Stück. Wer bist du denn? Wir schauen wir erstmal an unseren neuen Gefolgsmann. Das ist Häuptling Shu Shonggeld. Oh, der hat aber eine hübsche Frau. Guck mal. Die ist niedlich. Okay, Shu Shonggeld, der ist auch schon 56 und hat eine 25-Jährige. Alles richtig gemacht. Eorg Nacht, ja, Desmunheim oder Diesmunheim, wie auch immer. Was kann der Kollege? Er ist ein relativ fähiger Diplomat, ansonsten ist er zu nichts zu gebrauchen. Das heißt, ich werde ihn zu meinem Kanzler machen, weil man muss diese Leute ja einbinden. Das lässt sich ja leider nicht vermeiden. Wir können immer noch Ermentrude verstecken. Ich weiß gar nicht, warum. Das verstehe ich gerade nicht. So. So, meine Gute. Du bist unter einem glückseligen Stern geboren. Ich finde, dann sollte man ihr auch Stolz geben. Weil sie ist ja jetzt, also, das kann man ihr ja so sagen. So. Dem Ruf folgen. Eine Unbekannte ist bei Hof eingetroffen. Nur mit euch persönlich möchte sie sprechen, Fürst. Teilt ein Diener euch naserümpfend mit. Okay. Ihr stutzt einen Augenblick. Worum geht es denn? Es ist viel zu tun in Tumhumhain und gerade hattet ihr euch in tiefer Versenkung der Frage gewidmet, ob ein großes Bankett einer pompösen Jagd vielleicht vorzuziehen sei. Dem Hof und seine Dramen würdet ihr lieber ausweichen. Ihr werft einen kurzen Blick auf den Diener, der immer noch in tief verbeugt dasteht. Nun gut, als ihr der Haupthalle ankommt, wartet dort bis zur Vermummung in weite Wänder gehüllt ein Besucher auf euch. Interessant, schickt sie fort. Wie bin ich denn? Ich bin ein Poet und ich bin gütig. Ja, dann kann ich erstmal reinlassen. Ein Kurtisane mit dem Namen Jenli. Okay. Aha, eine interessante Begegnung. Die hochgewachsene Gestalt begegnet euch mit einem Nicken, doch ein Lächeln ist nicht auszumachen. Nur eine Augenbraue hebt sie. Wie sehe ich denn das? Die hat so eine Maske auf. Oder wer auch immer das ist. Also wollte sie euch taxieren. Ihre Kleidung, die wohl schlicht sein soll, wirkt exotisch auf euch und ihr habt Mühe, eure Verwirrung zu verbergen. Die Kämpferin vor euch würde an eurem Hof in jeder Hinsicht etwas Besonderes sein. Mein Name ist Aisata, ihr seid Asiuk. Oh Gott, die Namen, ey. Sagt sie, als hätte man vergessen, euch vorzustellen. Euch wird klar, dass ihr zuerst das Wort an sie hättet richten müssen. Aber die muskulöse Person macht euch nervös und so öffnet und schließt ihr den Mund bloß, ohne überhaupt etwas zu sagen. Ich hörte, ihr wolltet ewig leben, sagt sie. Und es klingt sehr wie eine Feststellung als eine Frage. Ich kann euch helfen. Nee, ich bin katholisch. Und sie ist... oh Gott, westafrikanisch, heidnisch. Nein! Verlasst uns sofort, wenn euch euer Leben lieb ist. Blasphemie. Nee, so bin ich auch nicht. Bin gütig, aber hau ab. Das tue ich mir. Nein! Ich lasse mir jetzt nicht solche Ungläubigen hier über das ewige Leben debattieren. So. Munsterische Krieger. Das ist, glaube ich, diese Hilfsarmee, die der Kollege generiert hat. Die würde ich jetzt auch mal wieder wegschicken. Die wir mit der Legendenbildung bekommen haben. Ich würde das jetzt auch mal ändern und einfach mal auf Reich verwalten schalten. So, das war ein Reim. Auf Reich verwalten schalten. Oh, guck mal, der mag uns sogar. Der mag uns. Der findet mich gar nicht so schlecht. Wenn ich tatsächlich... Ja, das ist okay. Jetzt ist er auch mit in dem Krieg da unten, der uns aber auch egal sein kann. So, jetzt ist die Frage, wie sieht es denn hier aus mit Lothringen? Den finden die echt alle ganz schön blöde. Guckt ihr das an. Es gibt einen heidnischen Verteidigungspakt. Der Sohn von Luzifer. Ach, herrje, was habe ich denn hier gemacht? Na, mit dem machen wir kein Bündnis. Eieiei, aber ich habe jetzt natürlich... Ja gut, was... Oh, noch eine. Jetzt kommen sie. Also, na gut, ich kann ja... der heiratet die Gräfin. Er heiratet ja nur die Tochter. Das ist okay. Oh, Malfaibel ist nicht mehr der Kämmerer. Unser Kämmerer ist gestorben. Das ist nicht schön. Wen könnten wir denn da zum Kämmerer nennen?
Das ist einfach. Gehen da. In der Mangelung von Alternativen. Die Schwangerschaft hat meine Frau dazu gebracht, einen ungewöhnlichen Geschmack zu entwickeln. Das meiste von dem, was sie heute zum Abendessen verlangt hat, reicht von minimal beunruhigend bis zu einer totalen Rebellion. Dennoch stimmen die Gelehrten zu, dass das Verlangen einer schwangeren Frau immer berücksichtigt werden sollte. Ich sorge dafür, dass sie alles bekommt und noch mehr. Seid sicher, dass ihr nicht ein Bein einer Wachtel meint, meine Liebe. Was? Der Kopf eines Hasen? Pfui, warum in aller Welt möchtet ihr ein Fischauge haben wollen? Ich sorge dafür. Ja, ne, wir lieben sie. Sie bekommt alles, was sie will. Auch wenn sie jetzt vielleicht gefräßig wird. Ja, sie wird gefräßig. Oh, und sie ist fett geworden. Guck mal. Ui, was ist aus meiner Hübschen geworden? Aquitanien hat gewonnen. Sehr schön. Aber guck mal, sie hat Ansprüche auf alles. Alter Schwede. Italien, Bayern. Boah. Mehr mit der. Und sie ist fett geworden. Extrem übergewichtig. Oh, Schatz, du darfst dich nicht so gehen lassen. Das ist nicht so schön. So. Jetzt ist tatsächlich so, wir haben das ja alles so in dem ruhigen Fahrwasser und werden uns jetzt tatsächlich mal ein bisschen mit der wirtschaftlichen Entwicklung unseres Reiches auseinandersetzen. Weil jetzt habe ich das Hauptproblem, ich habe meine Erben, ich habe jetzt gleich vier Kinder, das ist okay, damit bin ich zufrieden. Und ich möchte gerne nochmal einen heiligen Mann an den Hof einladen. In der Hoffnung. Naja, besonders clever ist er nicht. Okay. Den holen wir uns. Und dann suchen wir für ihn natürlich auch wieder eine Frau. Alle durchsuchen Geschlecht. War Frauen verheiratet? Nein. Herrscher. Nein, so. Und dem besorgen wir dann noch mal eine Heirat. Wieso kann ich den jetzt nicht? Warte mal. Das ist am Ende völlig egal. Ich will ihn ja bloß verheiraten. So. Es ist eine gute Tradition, ein paar Klatschbasen um eine schwangere Frau herum zu haben, um sie während dieser heiklen Zeit ihres Lebens zu beruhigen und von ihren Sorgen abzulenken. Als Ehemann von Ermintrude ist es meine Pflicht, ihr die Unterstützung zu geben, die sie braucht. Ich werde die Dienstmägde beauftragen. Sie braucht, ja klar, für meine Frau mache ich alles. Wir sind verliebt, auch wenn sie fett ist. Sehr gut. Und dann haben wir wieder einen Höfling verheiratet. Das ist doch schön. Agnatisch-kognatische Erbteilung. Sehr gut. Ich stelle mir eine Situation vor, in der ich immer einschüchternder wurde, mit einem Ergebnis, das Leben oder Tod bedeuten würde. Ich schluckte hart und entschied, die Beine in die Hand zu nehmen oder zu bleiben und zu kämpfen. Boah, das ist so eine Entscheidung. Ja, da würde jetzt so ein Steinwallen würfeln. Ich mache das jetzt nicht mit Würfeln, sondern versuche das mal zu rekapitulieren. Poet. Das heißt, ich schreibe gern Gedichte, vor allem auch so Heldensagen. Ich bin auch gütig. Das heißt, ich bleibe stehen. Ich bleibe stehen, um ein großes Heldengedicht von mir zu erschaffen. Ein Epos. So, und jetzt ist die entscheidende Frage. Jetzt ist es soweit. Wir können jetzt 18. Mai 879, wieso denn das? Ach so, weil wir hier oben, weil wir die Zentralisierung angehoben haben. Jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. Meine Frau Ermintrude baut mich, baut mich, bat mich, ihr ein paar neue Kleider zu kaufen. Wegen der Schwangerschaft ist sie dem Großteil ihrer Garderobe entwachsen, eher wegen deiner Fresssucht, Schätzelein. Und jetzt ist sie frustriert, dass sie nichts Nettes zum Anziehen hat, wenn sie am Hof erscheinen muss. So sei es, ruft den Schneider. Ja, ihr wisst, ich und meine Gattin, da gibt es keine Diskussion. So. Für meine Frau nur das Beste. Und jetzt könnten wir das Marktdorf bauen. Und tatsächlich, das würde ich wirklich gerne tun. So, das machen wir. Dann, das erhöht so ein bisschen unsere Goldeinnahmen. Jetzt müssen wir bis 8, 7, 9 warten, damit wir Titel entziehen können. Und wir haben noch einen Anspruch hier drauf. Jemand macht euch darauf aufmerksam, dass der große Garten außerhalb eures Schlosses ehrlich gesagt ein Chaos ist.
Letzte Woche ging einer eurer Höflinge in dieser Wildnis verloren und der Mann konnte 2 Tage lang nicht gefunden werden. Die Lösung des Problems mit dem Garten wäre ein exzellentes Projekt, um eure Verwaltung zu verbessern. Ja, das machen wir. Dann machen wir den Garten mal. Und jetzt gucken wir uns mal den Kollegen an. Was hat er denn an Pakten? Er hat nur Nicht-Angriffspakte. Er hat einen Abt, er hat 1000 Mann Soldaten. Eieieiei. Wenn wir hier unsere Kollegen noch dazu nehmen, das wird eng. Das wird tatsächlich eng. Es ist halt das Problem. Ich bräuchte noch mal... Nee, das sind Heiden. Das geht gar nicht. Heiden gehen gar nicht. Mit wem könnte man denn ein Bündnis schmieden? Wie ist es denn mit Schottland? Schottland hat Töchter. Er hat auch einen Sohn. Der hat aber schon eine Frau. Was ist denn mit dir? Wenn ich dem mein Töchterchen verspreche, Tom Nutt. Sehr gut. Und dann machen wir mal mit dem schottischen König ein Bündnis. Das fände ich jetzt nicht so schlecht. Und dann möchte ich gerne diese Provinz noch erobern. Weil, wie gesagt, das ist schon so das Ziel. Ich möchte gerne das Kleinkönigreich aufrichten. Und wir haben noch einen Sohn, Ualan. Ualan ist auch ein schöner Name. Ich finde, das kann man so lassen. Ualan ist in Ordnung. So, jetzt möchte ich mit dir ein Bündnis schmieden. Jawohl. Okay, dann machen wir das so. Und ihr seht, mein Telefon klingelt schon wieder. So, komm, nimm an, mein Freund. Und ja, sei es wie es sei, wir erklären ihm jetzt den Krieg. Ich habe nämlich einen Anspruch. So. Und der Rat ist auch dafür. Und jetzt ist es soweit. Wir schicken unsere Boten aus. Ruf zu den Waffen. Und wir heben unsere Truppen aus. Und ich habe, gemeinsam mit eurem Gärtner habt ihr euren Schlossgarten in eine überschaubare Form umgestaltet. Ihr habt das Graben eines kleinen Kanalsystems organisiert, um eure Pflanzen zu bewässern. Das Unkraut wurde gejätet und das Heckenlabyrinth hat nun einen Ausgang. Juhu, die rumliegenden Skelettüberreste in den Sackgassen des Labyrinths sind auch entfernt worden. Harte, aber lohnende Arbeit. Ich habe viel gelernt. Ich bin jetzt ein Gärtner. Okay, in erschreckender Weise schlagen sich meine Truppen verdammt gut. Sehr gut. Ja, der Verbündete kommt. Jawoll! Haut sie weg, Männer! Macht sie nieder! Weil dieses möchte ich noch gewinnen. Ja, wir haben einen Gefangenen gemacht. Sehr gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, was ist denn hier? Warte mal, was ist denn mit meinen Befehlshabern? Habe ich keine? Ich habe das doch an. Guck mal, ich habe jede Menge Befehlshaber. Aber, ja gut, die haben alle selber zu tun. Okay, na gut, dann ist es so. Dann sei es drum, dann warten wir. Dann muss ich es halt alleine machen. Dafür bin ich König. Naja, ich bin halt leider kein besonders guter militärischer König, aber ich bin mittlerweile in der Verwaltung durchaus gar nicht so schlecht. Und dann haben wir hier den schottischen König, der mir hier auch noch Truppen schickt. Hoffe ich. Das sollte funktionieren. Dann erobern wir jetzt dieses kleine letzte Zipfelchen noch. Sehr gut. So, und Sohnemann finde ich für dich kleine Gute, die Herzogin der Picardie. Ja, jetzt sind die beiden Mädels wieder da, ne? Ja, jetzt wollen sie auf einmal nicht mehr matrilinear heiraten. Na, dann mache ich das jetzt aber fest. Sehr gut. Das natürlich, jetzt hätten wir ihm... Ja, na gut, wobei... Kernef ist auch okay. Also, es ist in Ordnung. Klar wäre die Herzogin noch besser gewesen. Oh, Verteidiger waren erfolgreich und wir erlitten hohe Verluste. Na gut. Urmheim. Sumheim. Und wir sind Tuat Humheim. Das ist echt so cool. So. Ach komm, die kommen mit. Wir schaffen das. Wir sind fast doppelt so viele. Das kriegen wir hin. Los geht's. Jawohl. Und wir kriegen jede Menge Kinder am Hof.
Es ist ein fruchtbarer Hof mittlerweile. Am Anfang dachte ich, ach du Schande, wir werden hier ohne Erben in den Niederungen der Welt sterben. Aber nein, es ist okay. Es ist in Ordnung. So. Und du, mein Freund, du wirst eine Herzogin heiraten. Das heißt, du wirst dich ein bisschen an die Pflicht... Nee, ihm geben wir mal jede Menge Traditionen mit. Er soll die Traditionen des irischen Glaubens und des irischen Lebens mit nach Frankreich tragen. Weil sie hat den Titel, er wird wohl dahin gehen. Das denke ich zumindest. Selbst jetzt, wo die Schwangerschaft vorbei ist, hört das Verlangen meiner Frau nach exotischen Lebensmitteln nicht auf. Ich fange an zu glauben, dass sie nur meiner Großzügigkeit ausnutzt, um auf meine Kosten fett zu werden. Ich glaube, ihr habt genug. Und dann ist sie wütend. Ja, nee. Ich liebe sie. Liebe bedeutet auch ab und zu die Wahrheit zu sagen. Komm. Dreh mal die Geschwindigkeit noch ein bisschen hoch. Ja. Sie hat auf meinen Rat gehört und in ein paar Wochen könnte sie wieder in Form sein. Gut für sie und gut für mich. Ja, vielleicht geht das ja dann doch wieder weg. Alter. Sie ist echt fett. Sie ist gesellig, treuherzig, zynisch, aber das Gefräßige ist zumindest weg. Wir haben hier gerade gefräßig ausgetrieben, das ist schön. Und jetzt erobern wir das zu Ende. Ein geheimnisvoller jüdischer Mann bietet eurem Hof seine Dienste an. Er ist versiert in höfischer Intrige, an der Söldner und Spion gearbeitet. Na, den lassen wir erstmal nur kommen. Pause. Marktstädtchen ist gebaut. Gerüchte von einem Verräter, ja. Und wir haben die 100%. So, das heißt Frieden. Frieden wird geschlossen. Die Truppen gehen nach Hause. Sehr gut. Sehr gut. Das heißt, ich habe jetzt dieses Königreich, welches ich haben wollte, fertig. Wir haben jetzt hier einen neuen Vasallen. Häuptling Dunschat. Der Dunchat, der muss natürlich auch in den Rat, ist ein durchaus guter Intrigenspinner. Dann könnten wir ihn doch quasi, ja, dann nehmen wir mal den Dunchat. Ich weiß. Und auch diesen entsenden wir nach Rom. Und das ist der Moment, an dem ich sage, vielen Dank fürs Zugucken. Wir haben erstmal unser kleinstes Ziel geschafft und wir sehen beim nächsten Mal, sehen wir dann weiter. Bis dahin hier mit unseren Ui-Eradans. Bis dahin, ciao, ciao, der Era.